Bei der Queue, genau, das ist eine Warteschlange. Ja, da geht es irgendwie hier rein und hier geht es irgendwie wieder raus. Typische Operation, je nachdem, wie sie die benennen. Ich habe es jetzt irgendwie NQ und DQ genannt. NQ rein, DQ raus und das ist irgendwie das FIFO-Prinzip. Also das, was ich zuerst reinstecke, nehme ich auch als erstes wieder raus. Und wenn ich dann noch eins dahinter reinpacke, nehme ich trotzdem das andere raus. Also first in, first out. Wenn wir beispielsweise die Reihenfolge der Verarbeitung einer solchen Organisationsstruktur einmal da durchlaufen wollen, und das wollen wir per Queue machen. Also wir würden quasi hier oben rein, bauen mal so eine Queue auf. Wir stecken den Abteilungsleiter rein, also alle Mitarbeiter der Firma wollen wir einmal hier bearbeiten. Keine Ahnung, die kriegen alle irgendwie einen Gehaltszuschlag. Das wollen wir jetzt irgendwie, die Reihenfolge wollen wir organisieren. Dann würden wir als erstes den Abteilungsleiter da reinstecken, weil wir halt oben anfangen. AL, der kommt als erstes rein. So, wenn wir den bearbeiten, dann stecken wir auch sozusagen seine beiden Untergebenen rein. Und dann fange ich mal irgendwie beim GL1 an und dann irgendwie GL2. Das heißt, ich laufe dann irgendwie dahin und dann irgendwie dahin. So, und jetzt bearbeiten wir GL1. Also den haben wir abgearbeitet. Jetzt bearbeiten wir GL1. Der kriegt eine Gutschrift von 500 Euro, weil der irgendwie richtig gut gearbeitet hat in dem Jahr. Und stecken aber auch seine Untergebenen wieder rein. Das wären dann A1 und A2. Der ist bearbeitet. Das heißt, wir gehen dann irgendwie so lang. Und dann bearbeiten wir den. Und dann kommen auch noch A3 und A4 raus. Oder da rein. Da gehen wir der Breite nach durch den Baum durch. Darum heißt das Ganze irgendwie quasi Breitensuche. Mit so einer Queue mache ich so eine Breitensuche in so einem Ding. Auch da haben wir eine Reihe von Operationen, die eigentlich das Verhalten von einer Queue beschreiben. Auch hier haben wir wieder T, das ist sozusagen der Typ oder die Klasse von Objekten, die wir denn mit Hilfe einer Queue verwalten möchten, beispielsweise Studierendendaten. Q ist halt die Menge der aller Schlangen auf Objekten dieses Typs. Ja, dann haben wir einmal eine Operation zum Erzeugen einer Schlange, dann um zu überprüfen, ob das Ding leer ist, um etwas einzutragen, um etwas rauszunehmen und um das erste Element zu liefern. Q ist halt letztendlich Warteschlange. Hier stecke ich rein. Da operiert sozusagen das NQ drauf und hier operiert das DQ drauf. Am einen Ende nehme ich rein, stecke ich rein und am anderen Ende nehme ich raus. Und um das Ding zu beschreiben, das können wir auch mit Hilfe von Regeln machen. Da reichen die folgenden aus. Empty von einer gerade erzeugten Schlange ist true. Wenn ich etwas reinschreibe, dann ist empty immer false. DQ, NQ heben sich auf, sobald schon was drin steht. Also das ist sozusagen, dass sich diese beiden Operationen aufheben. Wenn die leer ist, ist das Ergebnis wieder leer. Es ist egal, in welcher Reihenfolge ich das Ganze ausführe. Ob ich erst reinschreibe, wenn ich auf einer lichtleeren Schlange arbeite. Ich schreibe erst was rein, dann nehme ich wieder was raus. Das ist das identische Ergebnis wie das Ding hier. Und gucken wir uns diese Operation nochmal an. NQ arbeitet auf dem kartesischen Produkt von der Menge aller Qs und der Menge der Objekte, also Q kreuz T. Und DQ arbeitet nur auf Q, ausgenommen den leeren Schlangen. Also es ist nicht nur irgendwie, hat nicht nur was mit den Klammern zu tun. Also wenn wir das hier machen, wir stecken erst ein X rein. Das ist sozusagen Q. Da schreibe ich X hinten hinter und dann mache ich DQ. Dann hole ich mir das Element hier vorne weg. Ne? Das wäre sozusagen der Aufruf von dem DQ hier. So, und was würde das hier liefern? Dann nehme ich was weg. Dann nehme ich weg, das ist das Ding hier. Und dann schreibe ich das X hinten hinter. So, und hier erzeuge ich eine leere Schlange, packe dann X rein. Nun ist das erste Element gerade dieses X. Genau, das zieht sich dann so rekursiv hier durch quasi. Hier habe ich eine nicht leere Schlange, stecke dann ein Element drauf. Also schiebe es quasi hinten hinter, muss ich ja eigentlich immer sagen. Dann ist sozusagen das Anfangsstück von diesem Ausdruck ist das gleiche wie das Anfangsstück von dem Q. Das beschreibt sozusagen eigentlich nur, dass ich Einfügen hinten am Ende mache. Die Entnahme, dass die halt vorne erfolgt. Das ist genau diese Regel hier. Ja, oder eigentlich beide jetzt. Bezogen einmal auf eine leere Schlange und auf eine nicht leere Schlange. Das Front ist ja, liefert uns ja gerade ein Element, steckt eine Schlange rein, liefert uns ein Element und es ist egal, ob ich, wenn ich eine nicht leere Schlange habe, ob ich da noch was hinterpacke oder nicht. Das Front bezieht sich immer sozusagen auf das Anfangsstück hier. Auch hier wieder diese Schreibweise, die wir bei der Schlange schon hatten. Ich kann auch mehrere Einfügeoperationen quasi in einem Schritt formulieren, indem ich das quasi einfach so verkette. Das ist aber einfach nur eine abkürzende Schreibweise. Ja, was kommt hier raus? Ich muss ja sozusagen von innen nach außen lesen. Das heißt, das Äußerste liefert mir erstmal, was denn da rauskommt. Front liefert per Definition ein Element. Also kommt da raus, wir stecken da eine leere Schlange, eine 1 rein. Dann stecken wir eine 2 rein. Dann nehmen wir die 1 vorne weg. Ne, wichtig, Unterschied zum Stack. DQ nimmt vorne weg. Und dann besteht die Q nur noch aus einem Element mit der 2 drin. Und das ist dann auch gleichzeitig das Frontelement. Das heißt, da kommt eine 2 raus. So, wie können wir das denn implementieren? Wie können wir denn so eine Queue implementieren?
Und da kam jetzt der Hinweis, ich brauche eigentlich zwei Marker, die mir halt irgendwie das Anfang und das Ende markieren. Ja, beispielsweise, ich trage mal hier irgendwie was ein. Das habe ich mir hier überlegt. Das hängt letztendlich nur von der Ausführung oder ja, doch von der Realisierung meiner Operationen ab. Ich sage jetzt mal hier an dieser Stelle, das nenne ich irgendwie Head von A. Und zwar muss ich dann natürlich eintragen den Index. Das ist genau diese 6 hier, wo das ist. Und ich brauche irgendwie eine Stelle für das Ende. Das kann ich jetzt hier drauf setzen, auf das 10. Element. Oder ich setze es direkt auf das nächste Element, in dem ich direkt eintragen möchte. Da sage ich mal, das nenne ich halt irgendwie Tail von A. Das wäre in diesem Beispiel die 11. Also dieser Index hier. Und wenn ich jetzt beispielsweise das hier ausführen möchte, NQ, ich würde jetzt der Reihe nach diese Dinge hier eintragen, also erstmal irgendwie die 3. Der Kopf, der bleibt, Head von A, und dann würde ich hier die 3 eintragen. Der Tail gibt mir halt sozusagen immer die aktuelle Einfügeposition vor. Und dann muss ich natürlich berücksichtigen, wenn ich jetzt beispielsweise an dieser Stelle bin, wo setze ich jetzt mein Ende des Feldes hin? Jetzt könnte ich sagen, so, jetzt vergrößere ich mein Feld mal dynamisch, aber das ist irgendwie schlecht, wenn ich da viele Einfüge- und Löschoperationen habe. Jetzt lasse ich den einfach sozusagen umlaufen. An dieser Stelle würde ich jetzt einmal das Tail hier hinsetzen. Ja, und die nächste Einfügeoperation wäre dann die 19, die wird halt hier hinkommen. Und als nächstes dann die 13, die käme hier hin. Und in dem Beispiel wäre das dann hier. Was kann dann noch passieren? Genau, also ich kann jetzt hier noch 3 Elemente einfügen. Und wenn das passiert, und das erkenne ich ja, wenn die hier zusammenlaufen, ja, was mache ich dann? Entweder ich vergrößere mein Array irgendwie oder ich mache irgendwie System Overflow oder Storage Overflow, was auch immer. Ne? Ist dann irgendwie anwendungsseitig. So, und jetzt irgendwie das DQ von A. Das würde mir jetzt was liefern? Wie sieht dann meine Folge aus? Da würde diese 7, die wird hier im Prinzip gelöscht werden und der Rest bleibt irgendwie so. Tail steht weiter hier und der Kopf ist jetzt hier hingewandert. Also das muss man irgendwie beachten. Und das tritt genau dann ein, wenn... Ja, wann tritt das ein? Wenn Head von A, wenn ich dann noch eins einfügen möchte. Jetzt trage ich hier noch welche ein. Dann würde der Tail jetzt hier stehen. Ein Element hätte ich dann noch Platz. Wenn ich jetzt noch einen eintrage, dann, das ist noch gültig, ne? Wenn der gleich, wenn die gleich sind, ne? Ja, ich muss aber jetzt, wie kriege ich denn den Fall raus am Anfang? Da stehen die ja auch an der gleichen Stelle, ne? Bei einer leeren Queue. Das können wir mal hier oben machen. Initial wäre ja folgendes. Wenn ich jetzt sage, ich trage jetzt was ein, in dem Fall, wenn wir das so behandeln, dann liefert mir Tail ja immer die nächste gültige Einfügeposition. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein NQ 27 machen würde, dann würde ich das Ding hier eintragen. Dann würde ich den einen weitersetzen, dann habe ich aber keinen Platz mehr. Also dann wäre das so, dass der Tail eigentlich immer auf das letzte eingetragene Element zeigt. Ja, und wenn ich dann erkenne, so ich füge jetzt ein neues Element ein und lande dann auf dem Head, dann habe ich es automatisch erkannt. Ne? Oder ich mache halt einfach über so einen Zähler, geht auch. Ich lasse einfach so eine Variable mitlaufen, zähle, wie viele Elemente ich habe. Ja, Realisierung, das haben wir eben schon gesagt. Das haben wir eigentlich alles jetzt gemacht. Ne? Leer ist, wenn die beiden identisch sind. Hier wäre jetzt sozusagen die Realisierung, dass ich ein Element hinterher noch Platz habe, aber das eigentlich nicht nutzen kann, weil ich sonst diesen Overflow nicht sauber erkenne. Ja, und ansonsten hier einfach das Eintragen, so wie wir es eigentlich gerade gemacht haben. Und hier entsprechend der Umbruch bezüglich Modulo-Operation, Modulo der Länge dieses Feldes. DQ entsprechend genauso und Front liefern uns halt hier diese Zeiger oder diese Indizes und auch hier jede Operation in O von 1 Zeit.